Herzlich willkommen auf der FMB-Messe 2013. Auch dieses Jahr hat die FMB-Messe sich wieder sehr gut entwickelt, was Ausstellerzahlen angeht. Und wir sind gespannt, was die nächsten drei Tage uns bringen. Die Besucher können hier auf der Messe verschiedene Produktangebote, neue Trends und Innovationen der Aussteller erleben. Und ja, gehen wir mal hier einmal los auf dem Messestand von Drecksage, was hier zu sehen ist. Guten Tag, Herr Wörmann. Ich sehe, Sie stellen hier ein paar interessante Walzen und Rollen aus. Was ist das Besondere hier dran? Ja, wir haben also besonders eine Innovation bei unseren technischen Walzen. Wir haben im Bereich der Economic Roll Aluminiumwalzen eine Neuentwicklung, eine sehr, sehr positive Situation für unsere Kunden. Wir reduzieren die Lieferzeit von 2 bis 3 Wochen. Bei einem neu entwickelten Lagereinsatz auf 2 bis 3 Tage. Ich kann Ihnen das mal einmal demonstrieren, wie sowas überhaupt geht. Wir haben einen normalen Lagereinsatz, den wir durch Fertigung und Montage innerhalb von 2 bis 3 Wochen erstellen. Und durch diesen neu gefertigten und am Lager befindlichen Lagereinsatz können wir durch nur noch Zuschnitt eines Aluminiumrohrs das Einpressen dieses Lagereinsatzes und einfach das Aufklipsen des Deckels eine sehr, sehr kurze Lieferzeit erzeugen und den Kunden letztendlich begeistern. Ja, das hört sich ja sehr interessant an und auch sehr gut für den Kunden, dass er jetzt innerhalb von ein paar Tagen seine Rollen und seine Produkte bekommt. Ja, ist, wie man so schön sagt, eine Win-Win-Situation. Ja, ja, danke dann. Gucke ich nochmal weiter auf Ihren Stand. Alles klar. Viel Erfolg. Ah, guten Tag, Herr Schmidt. Guten Tag. Wie ich sehe, haben Sie einen interessanten Arbeitsplatz ausgestellt. Was ist denn das Besondere hier dran? Das Besondere daran ist, dass erstmal das, was wir den gemeinsam mit unserem Kunden entwickelt haben, nach seinen Bedürfnissen. Das Besondere ist halt auch, wie man damit arbeiten und montieren kann. Das heißt, die Gegenstände, die montiert werden müssen, die werden zugeführt. Der Arbeitsplatz ist höhenverstellbar. Das heißt, individuell auf die jeweilige Höhe einzustellen. Des Monteurs. Der Monteur kann hier seine Werkstückträger positionieren, festsetzen, montieren. Wenn fertig montiert ist, kann das Werkstück rübergefahren werden, abtransportiert werden und so kann er sich dann halt den nächsten Schritt vornehmen und das Produkt wieder rüberziehen. Ja, das hört sich ja sehr flexibel an für den Kunden, den Arbeitsplatz wirklich gut und ergonomisch zu gestalten. Absolut. Die Befüllung des Arbeitsplatzes erfolgt hier durch dieses Kanban-Regal, welches nach hinten weggefahren werden kann, sodass der Arbeitsfluss nicht unterbrochen wird. Ja, dann danke ich, Herr Schmidt, für den kleinen Eindruck. Gerne. Ja, das sieht ja ganz interessant aus. Sieht nach Weihnachten aus hier an Ihrem Stand. Herr Werther, was genau hat der Weihnachtsbaum zu bedeuten? Ja, wir freuen uns, dass wir im Werkstoffbereich unsere Kunden in diesem Jahr mit einer ganz besonderen Neuheit überraschen dürfen, unserem Dienstleistungsangebot Soft Edge, also die weiche Kante. Der Blankstahl, den wir liefern, der ist ja typischerweise sehr scharfkantig und aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel um Verletzungsgefahr zu reduzieren oder Blankstahl nachträglich Pulver zu beschichten, ist es halt erforderlich, diese scharfe Kante zu bearbeiten. Das mussten in der Vergangenheit unsere Kunden das in Eigenregie darstellen, also während der Zerspanung. Das Besondere daran ist, wir können das jetzt ab Lager liefern, das heißt entweder als Stangenware oder im Zuschnitt kann der Kunde von uns bearbeiteten Blankstahl beziehen, also mit einer runden Kante, Radius, mit einer Phase oder mit einer gebrochenen Kante kann er diesen Stahl von uns bekommen. Das Besondere dabei ist auch ohne lange Lieferzeiten, also er kann heute bestellen, wir liefern morgen. Und das Angebot ist unseres Wissens in Europa einzigartig. Ja, das klingt ja sehr interessant, Herr Werther. Vielen Dank. Bitte, gerne. Und wir gehen auf der Messe mal noch weiter und machen noch den Rundgang